Vereinigung mit Christus, so nennt das Paulus heute in der zweiten Lesung. Oder wenn wir nicht so weit gehen wollen, können wir sagen, ein wenig vorsichtiger formuliert, Begegnung mit Christus. Begegnung mit Gott. Wie geschieht das? Das ist die große Frage des christlichen Lebens. Das ist die Frage unseres Glaubens. Wie kommen wir mit Gott in Kontakt? Mit dem, was unser Leben ausmacht? Ist da Gott irgendwo weit weg? Schwebt über allem? Oder ist es überhaupt möglich, Gott zu begegnen? Es ist sehr hilfreich, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir die Episode des heutigen Evangeliums, diese Geschichte, die wir eigentlich rauf und runter kennen, die inzwischen auch bei manchen Sakramentenvorbereitungen entsetzlich pädagogisiert und verkitscht ist, wenn wir diese Geschichte des Zachäus auf diesem Hintergrund hören, mit dieser Frage im Ohr und im Herzen, wie können wir Gott begegnen? Denn da fällt ein starkes Wort. Ein Wort, das uns alles erschließt. Nicht nur unseren Weg zu Gott, sondern zuallererst Gottes Weg zu uns. Mitten in dieser Geschichte steht eine Aufforderung, die uns alles erschließen kann. Descende, heißt es im lateinischen Text. Steig herunter. Haben wir nicht oft den Eindruck, wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir irgendwo heraufsteigen? Komm herunter, sagt Jesus. Wenn du mich sehen willst, wenn du mir begegnen willst, musst du nicht auf den Baum steigen. Du musst herunterkommen. Denn diese Bewegung, die Zachäus hier zu seinem Glück und zu seinem Segen tut, weil er dem Wort Jesu gehorsam ist und genau darin sein Glück findet, Vergebung findet, wo ihm das Herz aufgeht, wo er endlich diese kralligen Finger aufmacht zur schenkenden Hand, diese Raffklauen, die er hat. Eröffnet sie, um geben zu können, um zu schenken. Das ist die Folge dieses Prozesses, auf den sich Zachäus einlässt, indem er herunterkommt. Es ist der Weg Gottes. Dieser Descensus, ich komme noch einmal auf dieses Fremdwort zurück, ist eine Überschrift über dem Weg Gottes zum Menschen. Er zieht sich wie ein roter Faden durch die Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Schon im Buch Exodus. Als Mose fragt, ja, wen soll ich denn hier anmelden? Von wem soll ich denn hier Auskunft geben? Von welchem Gott denn? Und was hast du vor zu tun? Die Israeliten werden mich fragen in Ägypten, in ihrer Sklaverei. Sag ihnen, ich bin herabgestiegen. Ich bin heruntergekommen, denn ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und jedes Mal, wenn wir im großen Glaubensbekenntnis, liebe Schwestern und Brüder, diesen Faden aufnehmen, indem wir den heruntergekommenen Gott bekennen, der herabgestiegen ist durch die Kraft des Geistes und durch aus der Jungfrau Maria Mensch wurde, verneigen wir uns. Wir üben also geradezu körperlich ein, das Herunterkommen und zeigen damit geistlich den Weg an, wo und wie wir Gott begegnen können. Und dieser Weg setzt sich fort. Menschwerdung, Herunterkommen Gottes ist der Weg, auf den Jesus heute Zachäus und nicht nur ihn, sondern uns einlädt. Herabgekommen sehen wir Gottes Fleisch gewordenes Wort in der Reihe der Sünder stehen, bei Johannes am Jordan, mitten unter den Sündern. Und das heißt wörtlich herabgekommen, heruntergekommen sein. Jesus ist sich dafür nicht zu schade. Dem jungen Mann, der mit stolz geschwellter Brust vor ihm steht und sagt, ja, was fehlt mir denn noch? Ich halte ja schon alle Gebote. Ich mache doch schon alles richtig. Was fehlt mir noch? Aber mein Leben ist noch nicht rund. Du musst herunterkommen, sagt Jesus, von deinem Haben wollen. Und dann hat er ihn genau beim wunden Punkt erwischt.
Und er geht traurig weg, weil er das nicht kann. Er will oben bleiben. Er will weiter haben wollen. Diese Geschichte geht daneben, weil einer nicht bereit ist, herunterzukommen. Und diese Geschichte zieht sich weiter bis zum letzten Akt, bis zu dem großen Drama im Leben Jesu. Der Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke hat zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser rote Faden sich am Ende immer mehr verdichtet. Denn schließlich kommt Jesus Christus, Gott selber, zu uns herunter in jeder Feier des Sakramentes. Er kommt herunter zu uns unscheinbar, in das Niedrigste, in das Alltäglichste, in Brot und Wein, jetzt gleich auf dem Altar. Er kommt herunter zu uns und reicht sich uns da im Sakrament, jetzt gleich, in der Kommunion. Und schließlich angenagelt am Kreuz. Und Menke schreibt, ihm, der sein Leben lang herabgestiegen ist, ihm ruft man zu, steig doch herab vom Kreuz. Doch die Ohnmacht, nicht vom Kreuz herabsteigen zu können, ist der tiefste Ausdruck einer Liebe, wenn wir im Credo sagen, abgestiegen zur Hölle. Abgestiegen bis in die scheinbare Ausweglosigkeit der Verzweiflung. Kein Abgrund ist seitdem so tief, dass ihn die Liebe nicht erreichen könnte. Wie ist Begegnung mit Gott möglich? Indem wir in unserem Bereich versuchen, der Einladung Jesu, das Wort an Zachäus für mich persönlich zu hören. Komm, steig herab. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. In deinem Elend, in deinen Fragen, in deinen Problemen, in deiner verbockten Situation. Dort will ich mich niederlassen. Denn dort und nirgendwo anders ereignet sich Heil. Komm schnell herunter.